Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute wieder mit einer Interviewausgabe und ich habe einen wunderbaren Gast dabei. Entertainment Manager Tom Arndt. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Herzlich willkommen und toll, dass du da bist. Und jetzt kommt als erstes, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Ja. Kennst du diese Krimi-Frage? Viele. Wer ist der Mörder? Nee, die Krimi-Frage ist, wo waren Sie vor einem Jahr? Und dann sitze ich immer vorm Fernseher und sage mal, woher soll ich wissen, wo ich vor einem Jahr war? Das weiß doch kein Mensch mehr. Und jetzt kommt's. Tom, wo warst du vor einem Jahr? Mit dir zusammen auf Aida Nova. Genau mit so deiner war's. Frau und ja. Sohnemann, wenn ja. Ich mich nicht richtig erinnere. Genau so war es. Und wir haben zu dieser Zeit haben wir auch leckeren Kaffee getrunken. Ja. Und ich glaube, am Abend bist du sogar noch bei mir in der Sendung gewesen, in der Primetime. Genau so war es. Und heute bist du bei mir im Primetime-Magazin. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe noch nie auf diesen Stühlen gesessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, vor allen Dingen so dieses Frage-Antwort-Spiel geht ja normalerweise nur von mir aus. Deshalb bin ich so... Ja, mal gucken, wie es heute wird. Genau, du kannst es auch viel besser als ich. Und nee. Ich bin ja eigentlich nur Dekoration hier. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Aber sehr dekorative Dekoration. Dankeschön. alle, die bis jetzt da waren, haben ja immer so eine, ich sag mal, eine Sehnsuchts-Top 5 mitgebracht. Und was für eine Top 5 ist Top 5. Über Top 5 Destinationen an Bord. Wo kann ich mich unterhalten lassen? Wo kann ich entspannen? Wo kann ich was erleben? Und da gibt es ja, egal von Aida Cara bis Aida Nova, so unendlich viele Möglichkeiten. Hast du eine Lieblingsschiffsklasse? Ja, ganz eindeutig Aida Nova, weil ich das Schiff habe ich in Bauteilen gesehen. Am 18. April bin ich das erste Mal in Papenburg gewesen, bei der Meyerwerft. Ja. Und an dem Tag wurde die Brücke auf das Schiff draufgesetzt. Und seitdem habe ich alles verfolgt, war überall mit dabei und habe dann in Hamburg hier natürlich auch viel vorbereiten dürfen für die letztendliche, wie heißt das immer, Produkteinführung, so heißt es immer. Für mich war das so einfach nur ein Wahnsinnserlebnis, ein mega Abenteuer. Das war schon cool. Und ich bin mir relativ sicher, die Nova wird irgendwo vorkommen in deinen Top 5 Destinationen an Bord, oder? Fangen wir, ich glaube ja. Fangen wir einfach unten an. Platz 5. Nummer 5 ist das Pooldeck. Und zwar von zwei bestimmten Schiffsklassen, die mir auch persönlich ganz viel bedeuten. Und zwar einmal Aida Vita, weil das mein erstes Schiff war. Mhm. Das erste Schiff, wo ich 2011 unterwegs war und Tanzunterricht auf dem Pooldeck gegeben habe, als Mitarbeiter im Clubteam, so hieß es ja früher noch. Tanzlehrer warst du? Ja, genau. Ja, ja. So habe ich angefangen und habe Bingo gemacht, riesen Tanzkurse auf dem Pooldeck. Und ich habe das Poolradio geliebt zum Beispiel, da an Seetagen zu sitzen und mit den Leuten ein bisschen zu schnacken. Das erste Mal, als ich an Bord war, fast vor 10 Jahren, da war ich eingeladen, so ein bisschen das Produkt kennenzulernen. Und dann war der erste Abend, dann gab es oben auf dem Pooldeck gab's den Empfang und mit dem Sekt dazu. Und was ich das Tollste fand, ist, dass am Anfang gefragt wurde, wo sind denn unsere AIDA-Fans? Wo sind die, die wissen, wie es funktioniert? Wo sind alle die zur Community, schon lange zur Familie gehören? Wo sind sie? Und großes Hallo. Genau, großes Hallo. Dann war die Frage, und wo sind die zum ersten Mal hier sind? Und dann gab es auch ein paar, und die waren so ein bisschen schüchterner. Und dann kam der entscheidende Satz, ihr Lieben, die ihr uns kennt, die ihr wisst, wie toll das bei uns ist, nehmt die sich noch nicht so auskennen, mit. Und ihr, die euch nicht so auskennt, fragt die. Wir sind hier alle zusammen in einem Boot, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Also dieser Moment, als das gesagt wurde, da habe ich Gänsehaut gehabt, weil es so toll war und weil es so emotional war und weil die Gäste, weil die so zusammengewachsen sind. Und das war für mich so die erste Begegnung mit dem, was eigentlich seit den letzten 10 Jahren für mich AIDA-Gefühl ist. Dieses Familiengefühl, dieses Zusammensein und aufeinander aufpassen und füreinander da sein und Sachen zusammen zu machen sozusagen. Es war ein ganz großer Moment und das Pooldeck steht für mich immer für diese Veranstaltung. Und Heidi, jetzt kommen deine magischen Worte. Genau, auf AIDA gibt es 3 magische Worte und die heißen Sie haben Urlaub! Und für mich sind es halt die ganzen Aktionen, die da stattfinden, vom lustigen Offiziers-Shaken bis zu kleinen Show-Darbietungen, die wir auch da hatten. Wenn ich erinnere mich an ein sensationelles Einlaufen in den Hafen von Barcelona und wir hatten 2 klassisch ausgebildete Sänger im Ensemble und die haben Freddie Mercury und Montserrat Caballé gesungen, Barcelona, und wir laufen in den Hafen ein und die Leute stehen vor mir und weinen. Ich kriege jetzt noch Pipi in die Augen. Unfassbar. Aber das sind so diese Momente, wo du dir immer wieder denkst, so, ist das geil. Das war die Nummer 5, Pooldeck. Pooldeck. Nummer 4. Ganz genau. Platz 4. Nummer 4.
ist auf Aida Prima und auf Aida Perla die Aida Plaza. Dieser ganz tolle Bereich, wenn man eben auch teilweise in Hamburg schon an Bord kommt und dann wird man da entdecken und hat diese Shopping Mall irgendwie vor sich und alles, was da passiert und drumherum passiert, das fasziniert mich total. Also wenn man es noch nicht sieht, ne? Manchmal riecht man es ja schon. Ja, das auf jeden Fall. Die Currywurstbude, das ist einfach, das ist eine Institution mittlerweile. Irgendwie, das gibt es hier auf dem Kiez mit Lucullus. Genauso ist es da auf den Schiffen auch ganz genauso. Das letzte Mal als ich auf der Perla war, glaube ich, war, nach 12 oder irgendwie sowas, ne, da bin ich da noch mal längs gegangen und dann war da eine Schlange. Freunde, was habt ihr noch vor? So, das war wirklich sehr erstaunlich. Ja, aber ja, man muss ja auch gucken, was passiert da alles. Das sind die Shops, die da drumherum sind. Dann haben wir das Nightfly Theater, also den Nachtclub, wo natürlich auch immer abends noch viel los ist. Und das kenne ich ja auch. Ach, wenn man so vielleicht den einen oder anderen Cocktail getrunken hat abends bei einer tollen Show und dann rausgeht und denkt, so, gehen wir jetzt noch in die Disse oder was machen wir? Ach naja, wir überlegen mal bei einer Currywurst. Das kann man ja mal eben schnell. Aber genau so war es. Und dann saßen die Leute auf den Stufen. Genau. Und es war rumsvoll. Ich habe mich sehr lange gesträubt, auf die Schiffklasse zu gehen, weil ich immer gesagt habe, mir ist es zu groß. Ja. Das hat keine 48 Stunden gedauert, da ich gesagt habe, du Idiot, warum warst du nicht schon vorher hier? Als wir mit der Vita Karibik gefahren sind, da habe ich auch erst gedacht, ja, aber kleines Schiff und so. Ich bin halt mit der Sphinx-Klasse angefangen, jetzt Privatreisen. Das war ein anderes Reisen, aber ein total tolles Reisen. Und es hat genauso viel, ist einfach anders, aber es hat genauso viele Vorteile und es ist beides gleich toll. Bei der Perla Prima, ich sag mal, ein bisschen Phantasialand ist ja irgendwo, da drin. Du kannst abends immer noch mal flanieren, rumbummeln, so ein bisschen wie durch die Altstadt gehen oder so sozusagen. Und dann klar, ansonsten zählen die Destinationen. Da, wo wir hinfahren, da, wo wir sind. Platz 3. Der Kids Club. Kids Club. Und zwar auch wieder über alle Schiffsklassen weg. Ich glaube, ich habe so viele unfassbar tolle Momente in einem Kids Club erlebt, wie auf keinem anderen Ort. Wie kann Sonne kleine Schiffsschraube Sonnenriesen Schiff antreiben? Das sind ja zwei und die trägt das ja nicht. Die bringt ja nur durch die Innenbewegung, bringt die das Schiff nach vorne. Und ein Kind war dabei, die hat eine sensationelle Frage gestellt, ob der Kapitän und sein Stellvertreter das gleiche Essen essen dürfen. Weil bei einem Flugzeugkapitän dürfen die das ja nicht. Ja. Super Frage. Und das war großartig. Und der Kapitän, der war mit dabei. Und wir haben da gesessen und wussten tatsächlich erstmal die Antwort nicht. Und? Ja, dürfen Sie, weil es ist ja was anderes als beim Flugzeug, weil das wird verpackt. Ja. Und da wie hier wird frisch gekocht mit allem drum und dran. Selbst wenn der Kapitän und der Staffkapitän ausfallen würden, hätte man ja immer noch andere, die das Patent hatten und das Schiff fahren können. Soll ich dir noch meine emotionalste Kids-Club-Geschichte erzählen? Wir haben eine Reise gemacht, vor 2 Jahren war es dann, nach Asien. Und da hatte nur Hamburg Ferien, das heißt, es waren nicht so viele Kinder an Bord. Und die haben sich am Anfang der Reise kennengelernt. Es war auch ein Junge dabei, der saß im Rollstuhl. Die anderen Kinder haben sich die ganze Reise um diesen Jungen gekümmert. Der hat alles mitgemacht, der hat den Urlaub seines Lebens gehabt. Der war null ausgegrenzt, sondern sie haben alles zusammen gemacht. Völlig selbstverständlich, und genau das ist, darum geht es nämlich, selbstverständlich sozusagen den, der ein bisschen handicapped ist, mitzunehmen und gemeinsam mit dem Urlaub zu machen in einer Gruppe. Das kann AIDA und das ist total toll. Aber weißt du, was AIDA auch kann? Menschen so lange für sich ich möchte schon sagen, gewinnen, dass die im Kids Club anfangen mit ihren ersten Reisen sozusagen. Ja. Und dann in den Teens Club weitergehen und sagen, okay, wir sind immer noch mit dabei. Und dann ihre erste gemeinsame Reise mit Freund oder Freundin auch bei uns machen, um dann vielleicht sogar irgendwann bei uns anzufangen zu arbeiten. Erlebt und gesehen tatsächlich, es kam ein
Teenager auf mich zu und der sagte, ob ich noch wüsste, wer er ist. Ja. Ich sag, sorry, weiß ich nicht mehr. Na, sagt er, ich bin Marvin. Ich war in deiner allerersten Reise, war ich im Kids Club und da hast du mit uns einen Kindertanz gemacht, ob ich das noch wüsste. Ja, und ob du noch kannst. Sowohl als auch, kann ich noch tatsächlich. Und da, das wusste ich noch, weil das war der dritte Tag der Reise, also mein dritter Tag an Bord. Ich war eigentlich vollkommen übermüdet und mein damaliger Clubteamleiter sagte zu mir so, und heute hast du noch einen Tanzkurs im Kids Club. Ja. Und ich, dann bin ich da in den Kids Club rein, habe mit denen einen kleinen Kids-Tanz gemacht, den Gorilla mit der Sonnenbrille übrigens. Ja. Und das war großartig. Und Marvin kam zu mir und sagte, übrigens, ich habe ganz fest vor, nach meiner Ausbildung mich bei AIDA zu bewerben. Dementsprechend, ich freue mich jetzt schon. Ich habe 2007 das erste Mal ein Schiff gesehen. Da habe ich schon in Hamburg gewohnt und habe meine Eltern in Emden besucht. Ja. Und bin dann abends von Emden zurückgefahren und musste aber, weil die Autobahn gesperrt war, über die Landstraße fahren. Ja. Und das war der Abend der Überführung von AIDA Diva. Und man ist ja ein bisschen irritiert, wenn man übers flache Land fährt und auf einmal der Himmel hell erleuchtet ist und einem Schiff rückwärts entgegenkommt. Ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Und da musste ich tatsächlich auch erstmal ganz kurz an die Seite fahren und das wirken lassen. Da habe ich nie dran gedacht, dass es da Tanzlehrer gibt oder Klempner oder Elektriker oder Bühnenmitarbeiter oder Artisten. Also tatsächlich kann man auch mal bei der Gelegenheit, muss man es vielleicht auch mal sagen, also bewerbt euch ernsthaft. Also es ist ein toller Arbeitsplatz, es ist ein toller Arbeitgeber und die Abwechslung und die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, ich wüsste nicht, wo es das sonst noch so gibt. Tatsächlich an meinem Beispiel, ich habe angefangen als Mitarbeiter im Clubteam, als Gastgeber. Erstes Mal Tap und dann geht's los mit zweites Mal Tap. Ja, da geht's ab. Und bin dann durch die verschiedenen Positionen, wo ich auch gesagt habe und immer wieder die Chance bekommen habe, zu sagen, du fährst jetzt mal eine Runde als Showmanager und guckst dir das mal an, darfst das Entertainment Office dann dementsprechend führen und begleiten und gehst dann den nächsten Step und wirst Chef vom Ganze, sozusagen. Und dann eben auch noch mit AIDA Nova, mit dem Kreuzfahrtschiff, mit unserem Flaggschiff. Hätte mir das jemand vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, hier. Also ich glaube, im Rest der Welt, in Deutschland, das wissen nur ganz wenige Menschen, was da für Möglichkeiten gibt. Was da alles machbar ist, ja. Kommen wir aber trotzdem, weil wir ein bisschen abgeschweift sind, kommen wir zu deiner Nummer 2. Meine Nummer 2 an Bord ist auch im Moment noch unique. Gibt es nur einmal und das ist das Studio X auf AIDA Nova. Gibt es nur einmal auf der Welt? Auf der Welt. Ich erinnere mich an die erste Folge von der Pyramide. Ja. Das erste Mal, dass Gäste da gesessen haben und diese Pyramide, diese Stimmung in diesem Studio war unfassbar. Die Leute sind ausgerastet. Du bist eine Tourismuskauffrau. Nein! Keine Worte, nur Geräusche. Wind, Tornado. Wenn die Polizei dich kontrolliert, den Führerschein. Die kleinen Hosenscheißer sitzen auf einen Kindersitz. Richtig. Ich fasse an ein Lenkrad. Ja. Die Idee kommt eigentlich daher, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wir wollen was haben, was kein anderer hat und was aber unsere Gäste interessiert. Wie wird Fernsehen gemacht? Mhm. Was passiert da in between? Da werden Mikrofone angesteckt, da werden Leute nochmal abgepudert. Also dieses ganze Handwerk sozusagen kennenzulernen, ist das eine Thema. Wenn du in Urlaub fährst nach Berlin zum Beispiel, dann gehört vielleicht ein Besuch der Studios in Adlershof mit dazu. Bei uns fährst du in den Kanaren, Mittelmeer, sonst irgendwo und kannst gleichzeitig dieses Fernsehhandwerk kennenlernen. Weißt du eigentlich, dass du mir mit diesem Konzept einen ganz großen Traum erfüllt hast? Nein, wusste ich nicht. Nee, natürlich. Gut, doch, wusste ich, habe ich deswegen gemacht. Also ich bin nicht der Typ, der bei Promis ausflippt. So, ne? Also, aber Peter Urban, ich meine, bitte, The Voice of ESC. Das war einfach spektakulär. Hatten Sie auch Gänsehaut? Liebe Gäste, liebe Zuschauer, nun darf gefeiert werden.
Und jetzt wird auch ein echter Weltstar unter den ersten Gratulanten sein. Der berühmteste DJ der Welt, David Guetta, gibt sich die Ehre. Und er hat das kommentiert. In seiner Stimme. Ja. Das war wirklich einer der größten Momente, die ich wirklich da hatte. Total, warum es deine Nummer 2 geworden ist. Weil ich auch weiß, wie gerne du im Studio bist. Aber jetzt bin ich total gespannt, was wohl die Nummer 1 ist. Naja, da kann es nur 1 geben. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt schon so ein bisschen mitbekommen hat, dass Aida Nova mein Lieblingsschiff ist. Ein bisschen. Ja, aber nur ein ganz bisschen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Ja. Und wir bleiben auch dabei mit Aida Nova und den neuen Konzepten, die es da gab. Das Wohnzimmerkonzept. Und das Wohnzimmer in der Mitte vom Schiff, das Theatrium auf den anderen Schiffen ist genauso. Also das Konzept dieses großen Raumes in der Mitte, wo man sich trifft und das nicht nur für Shows, sondern wo man gerne ist, wo man sein Buch dann mal wieder zur Hand nimmt und in einem dieser extrem tollen Sessel, die da überall auf den ganzen Decks verteilt sind, sitzen kann. Dann fällt mir zum Beispiel ein, die 11 Meter lange Couch auf Aida Stella im Theatrium. Das ist alles dieser Wohnzimmergedanke. Nur eben, dass ich in dem Wohnzimmer ein bisschen mehr spielen kann als in einem normalen Wohnzimmer. Und ganz besonders bei Aida Nova, und da erinnere ich mich noch, als ich die ersten Pläne gesehen habe, ist ja die Möglichkeit, dass du eben tatsächlich nicht nur so die Zuschauer hast, sondern dass auch hier Zuschauer sein können. Und deswegen ist für mich eigentlich, es gibt eine Show, die, also wo mir das, wenn ich jetzt dran denke schon, geht mir das Herz auf und ich kriege Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil es so toll ist, Nashville. Ich bin sehr zufrieden, ich muss weinen, so schön ist das. Und guck die ganzen Kinder. Das ist genau das, was ich bin. Das. So eine tolle Atmosphäre, das passt so gut zusammen und das Irre ist das, das ist eigentlich ja Nashville ist ja eine ganz einfache Show, es ist einfach nur Sänger singen tolle Lieder. Ja. Für mich auch, wenn man dann die Bewertung sieht. Wir haben da auf der Nova diese Yellow Show, die unglaublich spektakulär ist. Wir haben Steampunk Circus, unglaublich tolle Kostüme, tolle Geschichte, alles da. Aber Nashville ist genauso gut bewertet wie die. Obwohl es eigentlich ein kleines Format ist. Und das zeigt für mich die Kraft von einem tollen Raum. Und wenn dann Menschen jenseits der 60 aufstehen und die Lieder mitsingen aus ihrer Jugend oder so. Das ist ein ganz erhebender und ganz toller Moment und genau dafür machen wir das ganze Entertainment. Eine Show wie Nashville oder auch eine ja durchaus spezielle Show wie Yellow, übrigens meine Lieblingsshow. Ich liebe die mit Tanz und Kostüm und allem drum und dran und den Abend, den wir mit Yellow bei uns an Bord hatten, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Plötzlich eine neue Tanzwelt der Yellow-Musik, eine getanzte Oper sozusagen. Wenn dann das alles bebildert und farbig und verrückt und opernhaft ist, dann wird das eine riesengroße Freude für uns. Also als Dieter Meier da saß und seine eigene Show sozusagen zum ersten Mal gesehen hat und dann rübergeguckt hat und gesagt, nicht gut. Ja. Das war auch für mich ein ganz großer Moment. Wo mir gesagt wurde, Boris Blank, der ja auch mit dabei war, wurde gesagt, ja, der redet immer nicht so gerne und da musst du ein bisschen ruhiger sein und zurückhaltend. Ja. Und dann waren die bei mir in der Primetime. Das war ja einer der ersten Abende. Und auf einmal fängt dieser Mensch an zu reden und von seiner Yellow-App und wie er Musik macht. Danach haben sie ja noch mit allen Beteiligten Fotos gemacht und so. Die waren so aus dem Häuschen. Wir haben ja eigentlich viele Prominente an Bord. Immer wieder Stargäste, Bands, Musiker, Autoren, alles das. Und ich glaube, denen geht es allen irgendwie auch so wie mir am Anfang. Sie wissen nicht so recht, was sie erwartet. Sie sind da, sie sind erstaunt,
und danach fühlen sich zu Hause. Und im Gegensatz, glaube ich, zu, wenn man draußen auf der Straße ist, wo anonym einer angelaufen kommt, irgendwie, wir sitzen halt alle in einem Boot, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie und deswegen fühlen die sich, glaube ich, auch da wohl, sehr wohl. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Joja Wendt, der Weltpianist, wirklich ein Mensch mit unfassbar tollen Einstellung und wirklich ein großartiger Mensch, war eigentlich nur da, um mal so ein bisschen zu gucken, wie es so an Bord ist. Der wollte sich das Schiff angucken, um sich zu überlegen, ob er mal bei uns spielen könnte. Ja, so und schwupps kam er, sagt er, so, kann ich mal in die Primetime kommen? So was habe ich noch nicht erlebt. Also was hier an technischen Möglichkeiten sind, im Theatrium, was für eine Manpower, wie die Leute drauf sind, was für ein Spirit hier an Bord ist. Ich komme wieder. Ah, so. Und wollte sich das nur mal angucken. Und auf einmal stand er im Anzug da, im Smoking und spielte einen Hummelflug. Das ist für Sie Joja Wendt. Also nichts erwartet, da gewesen und begeistert gewesen. Und dann auch sofort gesagt, kommen wir sofort wieder. Und das geht ja auch so durch die Bank weg. Meine Eltern habe ich 1,5 Jahre überreden müssen, dass sie mich mal an Bord besuchen. Ich habe noch im Ohr meinen Vater, der gesagt hat, nee, ich habe keine Lust, mich 3-mal am Tag umzuziehen. Und nee, das ist nichts für mich. Und jetzt sitzen wir in meinem Kaffee und er sagt, wann wir wohl wieder los können. Wann wir wohl wieder an der Beachbar sitzen können oder an der Lanai-Bar. Und wann wir irgendwann mal wieder unterwegs sein können und das alles dann erleben dürfen. So schnell, so kann es dann auch gehen. Von dem nee, und muss nicht. Also man muss manchmal auch zu seinem Glück gezwungen werden. Ich habe denen dann eine Reise geschenkt und gesagt, so, jetzt oder gar jetzt nicht. Aber. Und damit hast du es praktisch rund gemacht. Besser geht's ja gar nicht. Wir haben angefangen mit dem, was vor einem Jahr war. Wir sind jetzt da. Nach einem Jahr sitzen wir beide hier und freuen uns darauf, dass es tatsächlich bald wieder losgeht. Schritt für Schritt und sicher. Was mich ein bisschen erstaunt ist tatsächlich in der Entwicklung sozusagen im Moment gerade, dass viel zu wenig laut gesagt wird, dass eigentlich Kreuzfahren die sicherste Art von Urlaub gerade in der heutigen Zeit ist. Also es gibt nirgendwo die Chance, so gut die Regeln zu kontrollieren, die Regeln einzuhalten. Ich kann es kaum erwarten, lieber Tom, dass wir beide wieder zusammenfahren und dass endlich du wieder die Fragen stellen kannst in der Primetime, wo ich als Gast bin. Ich bin mir sehr gespannt, was du dir da ausdenkst. Oh, ich glaube mir, ich weiß, dass beim letzten Mal haben wir dich ein bisschen überrascht. Haben wir schöne Geschichten von dir gehört. Und da freue ich mich jetzt schon auf das nächste Mal, weil ich glaube, da kommen noch ein paar mehr. Ja, und nach diesem launigen Gespräch und den ganzen Versprechungen, die wir hier gemacht haben, nämlich, dass es ganz schnell wieder losgeht, freue ich mich jetzt, dass ich euch die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik zeigen kann. Bitteschön. Ja.